Hallo liebe Mafiosi und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Inscription. Und ich bin euch was schuldig, diesen Cliffhanger, den müssen wir auflösen. Nachdem ich bei meinem ersten Spiel hier wirklich Minuten verbracht habe und nicht wusste, was ich machen soll, kam mir dann in den Sinn, Moment mal, ich habe doch gerade einen Button bekommen. Wenn wir das Spiel hier nämlich verlassen, können wir jetzt ein neues Spiel starten. Ich meine, what the fuck? Wir konnten am Anfang, als wir das Spiel gestartet haben, nur das Spiel fortsetzen und können jetzt plötzlich ein neues Spiel starten. Und wenn wir das Spiel jetzt starten, baut sich das Spiel erstmal auf. Es fuckt einfach mein Brain. Leute, guckt euch das an. Es kommt eine kleine Sequenz, die wir uns anschauen. Am Anfang kannte die Welt keine Karten. Na, ich kann es auch nicht wegklicken. Wir müssen es laufen lassen. Das heißt, bis zu dem Tag, als die Wahrschreiber ankamen. Jeder hatte eine eigene Methode der Wahrschreibung, mit der er Karten erstellte. Grimora verwendete ihre Schreibfeder, um die Grabinschrift der Toten zu verfassen. Lashy verwendete seine Wildtierkamera, um Bestien einzufangen. Den kennen wir ja, den Kameradude. PO3 verwendete einen Partikelscanner, um die Zentraleinheiten von Robotern zu kopieren. Und Magnificus verwendete einen Pinsel, um seine Zauberschüler zu malen. Nach der Erstellung der Karten hatten die Wahrschreiber ihre Macht gefestigt. Bis eines Tages eine Herausforderin entschieden, um einen der Wahrschreiber zu ersetzen. Betrachtet mal, wer diese Heldin ist. Es sind natürlich wir. Wähle ein Startdeck, um deinen Wunsch zu unterstreichen. So, wir können hier das Startdeck der Nekromanten spielen. Hier die Bestien. Die Bestien sind quasi die Karten, die wir schon kennen. Hier haben wir Technikviecher und hier haben wir Magier. Ich habe das schon mal durchgespielt und danach aber auch nicht mehr weiter, sondern nur bis diesen Punkt quasi, beziehungsweise dieses Kapitel habe ich noch gespielt. Danach ist der ganze Rest auch neu für mich. Und da habe ich mit diesen Bestien gespielt. Ich glaube, ich würde aber sehr gerne mal mit Magiern spielen. Die Karten werden unserer Sammlung hinzugefügt und wir schauen uns jetzt mal an, wie es weitergeht. What is this? So. Kann sein, dass es eine schlechte Wahl ist, weil es zu schwer für uns ist. Aber wir schauen es uns an. Uff, gerade wollte ich Schluss machen, doch jetzt ist eine Herausforderung unter uns. Jetzt begebe ich mich wieder an die Arbeit. Ich schätze, die Brücke ist repariert in. Um ehrlich zu sein, es wird genauso lange dauern, wie du brauchst, um einen dieser Wahrschreiber zu besiegen. Also, komm später wieder. Wir gehen mal hier lang, weil hier gibt es was Schönes für uns oder auch nicht. Wir haben erstmal eine Karte bekommen. Da sollte eigentlich etwas sein. Aber es ist nicht da. Kommt vielleicht noch. Jedenfalls, what the fuck? Leute, guckt euch das an. Was zur Hölle? Wir waren in einer Hütte gefangen, in der wir Rätsel lösen mussten und in der wir ein Kartenspiel gespielt haben, an einem Tisch auf einem Brett. Und jetzt ist das ist einfach ein komplett neues Spiel. Wir spielen gerade ein komplett anderes Spiel. Und es ist einfach. Pass auf, wir gehen erstmal hier hin, obwohl ich gleich nach unten erstmal gehen werde. Das hier ist einfach Lashy, oder wie der heißt. Hör auf zu zittern. Das Einzige, was du fürchten musst, ist deine einzige Unzulässigkeit. Sieh mich an. Ich bin Lashy, der Wahrschreiber der Bestien. Wir teilen den Wunsch, dass du mich herausforderst, doch vorher. Ich weiß, du denkst, nein, das ist nicht meine
legendäre. Ich weiß, was du denkst. Nein, das ist nicht über legendäre Kamera. Nicht die für die Erstellung der Bestienkarten. Das ist nur ein Nachbau. Du kannst sie verwenden, um Fotos der Bestien in diesen Wäldern zu machen. Meine Untergebenen, der Goldsucher, der Angler und der Fallensteller. Sie verlangen ein Foto, bevor sie in Betracht ziehen werden, gegen dich zu kämpfen. Kehr zu mir zurück, wenn sie alle besiegt sind. Ich meine, what the fuck, Leute? Jetzt ergibt auch alles Sinn, dass wir das Spiel nur fortsetzen konnten und kein neues Spiel starten konnten. Denn eigentlich, wenn, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber der Text, der oben immer stand, der Typ hat immer einfach nur was vorgelesen. Quatsch, der hat, jetzt erzähl ich Scheiße, ich hab's vorgelesen. Der Typ hat immer nur, quasi die Vergangenheit erzählt. Da stand immer, und du gingst weiter. Du gabst die Karte als Gabe da und zogst weiter. Nur solche Sachen, das steht alles immer in der Vergangenheitsform. Und das, was wir jetzt spielen, wir haben ein neues Spiel jetzt gestartet, was quasi gerade passiert. Und das hat er einfach nur erzählt. Und das hier ist das Haus, in dem wir waren. Hier ist der Tresor, den wir geöffnet haben. Hier ist dieser Schrank, mit wo wir dieses Spiel spielen mussten. Das ist einfach... Einfach, what the fuck passiert hier? Aber, bevor wir mit ihm hier spielen, gehe ich erstmal runter zur Nekromantin. Oder? Ja, pass auf. Du bist hier, wunderbar. Ich bin Grimora, Wahrschreiberin der Toten. Bis vor kurzem war ich geschämt, doch mit der Hilfe unerwarteter Freunde erlangte ich meinen früheren Ruhm zurück. Wenn du deine Fähigkeit gegen mich erproben möchtest, musst du erst einmal deinen Grips beweisen. Finde heraus, welche Gräber die letzten Ruhestätte meiner reizenden Ghule sind. Wir haben ein Stück einer Grabschrift gefunden. Dort steht: von einem hungrigen Hund gefressen. Du hast ein Stück einer Grabinschrift gefunden. Dort steht: hegt keinen Groll. So, ich spreche jetzt mal diesen Geist hier an. Brrr. Hat hier mit der Klimaanlage laufen lassen? Ach komm schon, Mensch, es ist eiskalt hier drin. Vielleicht kann ein hitziger Kampf Abhilfe schaffen. Oh, das stimmt. Ach ja, wir haben noch kein Deck. Wir müssen unser Deck jetzt zusammenbauen. Wir können theoretisch jedes Deck spielen, haben aber dieses Starterdeck hier genommen, das Magierdeck. Deshalb müssen wir uns jetzt auch mit diesen Karten erstmal behelfen. Und ich habe keine Ahnung, wie die sind. Ich habe die nicht gespielt. Ich bin sehr gespannt, wie man die spielt. Hallo, anscheinend wurde mein Bewusstsein hierher gerufen. Doch zu welchem Zweck? Ach, du hast mein Startdeck ausgewählt und brauchst eine kurze Anweisung. Weißt du, Magiekarten werden mit Mox versorgt. Manche sagen dazu auch Edelsteine. Wenn du einen Mox auf dem Brett hast, kannst du Karten mit den betreffenden Kosten ausspielen. Fang mit eine Mox an. Okay. Ah ja. Wir haben jetzt hier... Um den auszuspielen, brauchen wir einen grünen Mox. Das heißt, wir müssen den jetzt ausspielen. Siehst du, jetzt kannst du Magiekarten in der Farbe dieses Edelsteins spielen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich kann nicht verstehen, dass meine Schüler manchmal Mühe damit haben. Doch, ich schweife ab, mach weiter. Ich erwarte dich oben in meinem Turm. Okay, das heißt, den können wir nicht spielen. Den könnten wir noch spielen. Oder den. Wow, krass. Ach so, weil der fliegt. Okay, dann ist es doch nicht so krass. Pass auf, dann spielen wir den hier. Und machen weiter. Dann spiele ich den hier. Okay. Falls der Besitzer von Magielehrer keinen Moxkarten auf dem Brett hat, stirbt Magielehrer. Okay. Das heißt, ich spiele die Magiekarte. Ich spiele dann den hier. Okay, jetzt habe ich gewonnen. Also wie sich auch komplett alles verändert. Die Grafik verändert sich, der ganze Spielstil verändert. Also es wird... Dieses Spiel, ne, das ist einfach zu krass.
Okay, ich bekomme jetzt ein Päckchen. Danke für die Karten. Casey Hopes heißt sie. Wir haben eine Grabinschrift und eine Karte hier hergeholt aus dem Brunnen. So, wir wissen also, der linke Grabstein gehört Casey Hopes. Oder Hobbs, oder wie auch immer. Nicht knurren, nicht schlüffeln, ich flehe dich an. Wenn du kämpfen willst, bitte bringen wir es hinter uns. Okay, das heißt, wir spielen den und den. Aber die kann ich jetzt leider nicht spielen. Hey, wieso kann ich den spielen? Ach, verdammt. Hätte ich nicht machen sollen. Ich kann den spielen, weil das einer ist, der mir das Mana bringt. Jetzt hätte ich ihn gebrauchen können. Tja, geht nicht. Boah, ich sehe die Schwierigkeit, die verbunden ist mit den... Die Schwierigkeit, die verbunden ist mit dem Magier-Deck. Man ist hart angewiesen. Man ist wirklich sehr hart darauf angewiesen, die richtigen Karten zu ziehen. Beziehungsweise nicht die richtigen Karten zu ziehen, sondern alle Farben quasi zu besitzen. Was hier ganz cool ist, es gibt hier so einen Hammer. Mit dem Hammer kann man Karten zerstören. Wir zerstören die Karte, spielen jetzt den rein und spielen dann den rein. Ja, das macht es echt schwierig. Weil wir brauchen jetzt nicht nur eine Ressource, also wir brauchen jetzt quasi nicht nur Blut, sondern wir brauchen jetzt drei verschiedene Ressourcen. Und zwar jeden Edelstein einmal quasi. Das macht es wirklich schwer. Der ist Sawyer, der mittlere Stein ist sein Grab. Okay. Sawyer, der mittlere Stein. Der wurde von einem hungrigen Hund gefressen. Also ich weiß im ehrlichen Sinne nicht, ob wir es schaffen mit dem Deck. Weil das sieht wirklich schwierig aus. Aber wenn wir es schaffen, dann ist geil. Wenn nicht, werde ich das nochmal neu starten müssen. To be honest. Und dann die Bestie wählen, weil mit der Bestie, das geht einfach am einfachsten. Man braucht einfach Blut. Aber mal sehen, wer weiß. Vielleicht ist es auch einfacher, als ich denke. Aber es sieht schon ziemlich schwierig aus, um ehrlich zu sein, ne? Wow. Hat mir jetzt also nicht so krass viel gebracht, ne? Ach, verdammt. Ach, ich bin dumm. Die sterben, wenn kein Mox auf dem Feld liegt. Ach, jetzt stirbt er wieder, weil kein Mox auf dem Feld liegt.
Was ist schwierig? Das heißt, ich muss das so machen. Ja, die Karte ist fies. Die wandert immer eins weiter und hinterlässt dort, wo sie war, ein so ein Knochending. Die beiden werden jetzt sterben nächste Runde. Was auch wieder sehr fies ist. Weil der macht jetzt den kaputt. Ah, ich gewinne. Okay. Man kann es auch einfach machen. So, nächstes Päckchen. Mein Name ist Royal. Okay. So, hier finden wir einfach nur so Inschriften, die wir dann im Grab, an den Grabstein anbauen müssen. Deswegen lese ich das jetzt alles nicht vor. Ups. Und hier können wir unser Aussehen ändern. Wir gehen in den Spiegel rein und kommen als jemand anderes raus. Ist auch ganz cool. Ich glaube, wir nehmen den hier. Das ist der Magier. Zumindest hat er einen Magierhut. So ein Zaubererhut. So, das hier ist der Pirat, der dem Skorbut erlegen ist. Es gab keine Heilung, glaube ich, gehörte hierzu. Das bei ihr hat Defibrillator versagt. Und er hegt keinen Groll. So rum war das, meine ich. Ja, richtig. So. Ich glaube, jetzt, also jetzt könnten wir gegen die schon kämpfen. Wir werden das aber nicht gewinnen, weil die einfach zu stark ist und unser Deck zu schwach ist. So. So. Falsch rumgespielt. Komm, ich spiele das noch rein. Dann überlebt der hier zumindest. Wenn das Fliegeding nicht wäre, ne? Würde ich jetzt tatsächlich gewinnen. Ich hätte das tatsächlich jetzt gewonnen, wenn der nicht wäre. Aber so nicht. Und hier sehen wir wirklich schon die Problematik. Das Problem ist halt wirklich, dass wir von allen Farben eins brauchen, um das Deck effizient spielen zu können. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Na, wir haben jetzt verloren. Ist okay. Die Niederlage war einkalkuliert. Es ist wirklich schwierig. Wir sind jetzt hier erstmal in der Gruft fertig. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist eben unser Deck ein bisschen verbessern. Die Kraft entspricht der Zahl der grünen Edelsteine, die der Besitzer auf seiner Seite des Tisches hat. Okay. Das heißt, der kann raus, der hier kann mal rein. Was haben wir hier? Kann nicht geopfert werden. Wenn Rubingolem stirbt, entsteht an diesem Ort ein... Ah, okay. Das, wir tun nochmal so ein Vieh raus und den rein. Hier haben wir eine Schwebemagierin, die fliegt. Der hier ist 1-2, der ist 1-3. Tun wir mal so. Schauen wir mal, ob das Deck gut ist oder nicht. Können wir jetzt hier rein? Ja! Jetzt haben wir hier eine Blume. Und die Blume, die nehmen wir uns. Weil was die Blume kann, das wissen wir ja so ein bisschen. Es ist ja so ein bisschen adaptiert. Jetzt ist folgendes das Problem. Wir wollen jetzt hier lang. Geht aber nicht. Huls der Kauz, diese verflixte Hündin hat sich schon wieder verlaufen. Du denkst, du kannst hier vorbei? Falsch gedacht. Nicht bis ich einen Beweis habe, dass es meinem Mädchen gut geht.
Wir müssen jetzt also irgendwie beweisen, dass es seiner Hündin gut geht. Und hier können wir auch nicht vorbei. Kein Fisch, kein Durchgang. So, jetzt haben wir hier eine Zahlenkombination. 2, 7, 3. Wofür könnte die bloß stehen? Wir haben die 2, die 7 und 3. Und es ist tatsächlich derselbe Code, den man auch verwendet im ersten Kapitel, so nenne ich das einfach mal. Jetzt habe ich hier so ein Stück Fleisch rausgeholt. Hier ist übrigens eine Händlerin. Ah ja, das habe ich noch gar nicht erklärt. Im Kampf, wenn man überschüssigen Schaden macht diesmal, bekommt man keine Zähne, sondern man bekommt so Folienkarten. Mit den Folienkarten kann man Sachen eintauschen. Hier haben wir wieder ein Rätsel zu lösen. So müsste es direkt gehen, oder? Nee. So? Hä? Ach, ich habe auch diesen beendet. So auch nicht. So. Mein Gott, wieso drücke ich immer auf das Falsche? So. Auch nicht. Lass mal sehen. Was mache ich falsch? Ich mache 2 Schaden, ich mache 3 Schaden. Immer noch zu wenig. Drei, vier. Ach, ich weiß warum. Der Dude springt immer dahin, wo Schaden gemacht wird. Das heißt, ich müsste das so machen, dass ich hier... Nee. So. Auch nicht. Ha! Geschafft. Ja, für uns ist da jetzt nichts Relevantes bei, leider. Das war's, ne? Noch ein Rätsel gibt's hier nicht. Nee. Sollten wir es nicht schaffen... Jetzt können wir hier in den Napf das Fleisch legen. Hier kommt der Hund. Wir machen ein Foto vom Hund. Zeigen das Foto dem Dude und kommen dran vorbei. Sollten wir es nicht schaffen, mit dem Zauberer das zu gewinnen, dann werden wir das Deck einfach umbauen. Ich weiß nicht, ob ich das Starterdeck dafür bräuchte. Wahrscheinlich, ne? Fuck, ich bräuchte das Starterdeck, weil ich keine Eichhörnchen hier habe. Das heißt, ich müsste neu anfangen. Ach, wäre das ärgerlich. Boah, das mit den Rubinenteilen ist auch so nervig. Das ist mega ätzend. Weil wir ja immer jetzt, der Slot ist belegt. Ein Foto vom Fisch. Foto an die Angel befestigen. Warten, bis Fisch anbeißt. Ein Foto vom Fisch. Und damit gehen wir jetzt zum Fischer. Boah, das ist, glaube ich, also mit den Magiern zu spielen, ist, glaube ich, Expertenlevel. Ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann müsste ich tatsächlich... komplett neu starten. Weil ich weiß nicht, wie ich das sonst schaffen soll, um ehrlich zu sein. Das ist extrem schwer. Ja, einen Schaden müsste ich jetzt noch machen. Dafür müsste ich jetzt einfach eine Karte ziehen, die Schaden macht. Sehr gut. Hey.
Ja, und die hier blockieren einfach nur. Das ist echt ätzend. Die sind wie Eichhörnchen, nur in Kacke. Weil man die noch nicht mal für alles benutzen kann. Also ich muss mal schauen. Wirklich, es kann sein, dass wir das einfach neu machen müssen, weil das zu schwer ist. Es ist wirklich schwierig. Das hier sind übrigens ist Energie für das Monster, für das, ach, sag mal schnell, wie heißt das Deck? Maschinendeck. So, jetzt muss ich warten. Ja, jetzt springt er da hoch. Das heißt, wir planten die Falle. Er springt in die Falle rein. Ich mache ein Foto vom Hasen. Und das zeige ich jetzt der Händlerin. Beziehungsweise dem Fallensteller. Der Fallensteller ist hier. Dahin und du da. Boah, ist schon ein bisschen ungeil. Ja, ich kann einfach nichts machen. Mal gucken, ob ich jetzt was ziehe. Nee. Nichts gezogen, was mir hilft. Das ist echt zum Kotzen. Ja, damit haben wir verloren. Alter, wie soll man das denn schaffen? Okay, bevor ich das jetzt noch einmal angehe, den Kampf, schaue ich mal, ob ich mein Deck verbessern kann. Der kostet... Ne, der gibt grün. Ich habe 3, die grün geben. Und 3, die grün kosten. Vielleicht habe ich auch zu viele... Oh ne, der war gut. Zu viele Mana-Dudes. Vielleicht brauche ich weniger von denen, die Mana geben und mehr von denen, die Schaden machen. Gucken wir mal. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus jetzt. Und alle verschieben. Der ist natürlich echt ein Problem für mich. Wenn der jetzt gleich zerstört wird, zerstört er den hier gleich mit. Was auch ein Problem ist. Uff. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich das gewinnen kann. Da weiß ich echt nicht, wie ich das gewinnen kann. Oh nee, ich kann ihn nicht spielen. Ja,
Ja, damit hab ich verloren. Boah, ist das mies. Okay, gucken wir mal, ob ich das Deck umstellen könnte. Kann ich nicht, ich habe keine Eichhörnchen. Ich habe keine Eichhörnchen. Damit kann ich das Deck nicht spielen. Ach verdammt. Das habe ich nicht bedacht. Dass der jetzt sich verschiebt. Der fliegt. Das heißt so und so. Wo ist das dumm? Ich brauche entweder jetzt ein gar nichts. Ich brauche gar nichts mehr. Boah, ich kann das nicht schaffen. Wenn ich nicht mal gegen den Fallensteller gewinne. Wie soll ich denn dann bitte? Wenn ich nicht mal gegen den gewinne, wie soll ich dann gegen den Lashy gewinnen? Wie soll das gehen, bitteschön? Ach fuck, der wird sich jetzt bewegen. Und sterben. Pass auf, machen wir jetzt so. Das sind auch einfach keine starken Karten, ne? Die man bekommt. Die machen alle nur so ein Damage. Das ist nicht geil. So, jetzt muss ich unbedingt blaues Mana ziehen. Ich ziehe kein blaues Mana. Ah, ich bin tot. Oh, ist das dumm. Ich würde sagen, ein Versuch noch. Und da brauche ich doch. Andere Karten. Die sind zu schwach. Ich habe zu schwache Karten. Ich habe aber keine andere Alternative. Wir sind bei 30 Minuten. Okay. Komm, zieh mir mal eine Karte. Okay. Die ist eigentlich okay, die Karte. Weil sie erstmal ein Blocker, sie ist ein Blocker und zieht mir eine Karte noch. Das ist gar nicht mal so scheiße. Das hier ist tatsächlich mal eine Runde, wo ich denke, ich könnte es schaffen. Warte mal. Den müsste ich zerstören. Den da hinspielen, den da. Ja, pass auf. Den zerstören. Den Oran. Oh, ich bin dumm. Ich dachte, dass der hier ein... Einer ist, der Mana gibt. Ja, jetzt muss ich unbedingt orangenes Mana ziehen. Ja, perfekt.
Ja, jetzt kommt der Vogel. Mit dem Vogel ist es schon GG. Ja, jetzt brauche ich blaues Mana, ne? Aber er zieht keine Karten mehr nach. Er spielt keine Karten mehr nach. Das ist gut. Weil ich damit jetzt gewonnen habe. Alter, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Das ist so dumm, ne? Das ist wirklich dumm. Du hast uns drei besiegt. Leshy wartet. Okay. Gib uns mal eine gute Karte. Mann. Hast du denn... Nee. Da, ein Eichhörnchen. Das kostet eins. Ich könnte mir also drei Eichhörnchen kaufen. Wenn der Besitzer ein... Das ist... Ah, diese Karte... ist quasi wie das Schiff, was wir vorhin gesehen haben, was Leichen hinterlässt. Hier werden Eichhörnchen hinterlassen. Ja, könnte man überlegen, ne? Ob man das spielt irgendwie. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir Leshy besiegen können. So. Den spielen. Okay, pass auf, wir zerstören das grüne, grüne Mana, spielen das blaue Mana hier rein, spielen dann den hier. Dadurch ziehe ich eine Karte, beende den Zug. Damit habe ich jetzt erstmal hier einen Blocker. Können jetzt hier den Fliegenden reinspielen. So, mal gucken, was ich jetzt ziehe. Ich darf jetzt nicht orange ziehen. Okay. Entspricht der Zahl der grünen Edelsteine, die der Besitzer auf seiner Seite... Ich habe keinen grünen Edelstein. Das ist so dumm. Ich muss das so spielen, weil jetzt Folgendes passiert. Der verschiebt sich jetzt. Ach nee, das war ja... Gerade deshalb war es dumm. Oh mein Gott, ich bin ein Inter. Ja... Muss blocken. Jetzt stirbt er. Ja, ich verliere jetzt. Boah, ist das dumm. Das ist so schwierig, das zu spielen, ne? Also dieses Deck, das geht gar nicht. Ich werde es noch... Jetzt probieren, bis wir 45 Minuten umhaben. Wenn es dann nicht klappt, dann werde ich das Spiel einfach neu beenden, neu starten. Weil dann muss ich die Bestien spielen. Wir schaffen das sonst nicht. Das ist wirklich zu schwer. Wir haben auch einfach nicht die richtigen Karten dafür. Ja. Jetzt stirbt der, dadurch stirbt der. Das ist so dumm. Das macht so auch keinen Spaß, um ehrlich zu sein. Weil man weiß, man, also... Wenn man stark... Also ich kann auch nicht mal...
Wenn ich mir die Karten so angucke, ich kann ja auch keine bessere Kombination spielen. Aber was soll ich denn Großartiges spielen, jetzt mal ehrlich? So, aus dem Deck kann ich nichts spielen. Aus dem Deck kann ich auch nichts spielen. Und aus dem Deck kann ich auch nichts spielen. Das heißt, mir bleibt nur Karten aus diesem Deck zu spielen. So, die haben aber alle Stärke 1. Das Einzige, was ich jetzt mal probieren könnte, wäre ich pack mal alles Orangene raus. Okay. Also ich habe mich jetzt willkürlich einfach für Orange entschieden. Ich hätte jede andere Farbe nehmen können. Probieren wir mal so. Dann haben wir schon mal eine Schwierigkeit quasi beseitigt. Vielleicht klappt es so besser. Schauen wir mal. Könnte tatsächlich klappen jetzt. Ich muss nur noch einen Schaden machen. So, damit haben wir eine Runde jetzt geschafft. Und jetzt kommt die zweite Runde. Die wirst du nicht brauchen. Ich habe etwas Besseres. Ich habe deine Todeskarten gar nicht fertiggestellt. Es gibt nicht genug Tote. Oder Tode. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich die Lücken gefüllt habe. Spielen wir den mal rein. Hätte ich gewusst, dass ich neu anziehe. Das wusste ich nicht. Warte mal. Wait. Ich muss den zerstören. Damit jetzt nur der angreift. Um den erstmal zu töten. Weil der springt immer hin und her sonst. Okay, warte. Jetzt muss ich die spielen. Ich soll 2 Knochen, um die Kraft und Gesundheit um 1 zu erhöhen. Ja, es bringt mir nichts. Okay. Jetzt nehmen wir den nochmal als Blocker. Ach, ich sollte die Wirkungsweise erklären. Aktiviere sie, indem du das Siegel drückst, als wäre es ein Knopf. Ja. Ah, ich habe Knochen. Ich drücke doch das Siegel. Bezahl 2 Knochen, um die Kraft und Gesundheit zu erhöhen. Das hier ist doch das Siegel, oder nicht? Drücke ich das Siegel nicht? Irritiert mich. Ich glaube nicht, dass ich gegen den gewinnen werde. Ich habe nur noch 2 Karten im Deck, okay. Ja, keine Ahnung.
Tja. Letzte Karte. Das werde ich leider nicht gewinnen. Oh, weil ich auch dumm bin. Ich bin dumm wie Brot. Wie kann man nur so dumm sein? Ach, wie kann man so dumm sein? Ich hätte hier einfach dauernd Blocker spielen sollen. Und die Karten... Ah, Moment. Die Karten, die Damage machen, hätte ich hier immer spielen sollen. Und hier auf die Felder, wo Gegner waren, da hätte ich einfach blocken müssen. Das war einfach sehr dumm gespielt von mir. Wir probieren es nochmal. Damit habe ich es geschafft, oder? Ja. Okay. Das heißt eigentlich, was ich jetzt machen möchte, ist den zerstören, damit der nicht hier rüber springt. So. Jetzt möchte ich den hier spielen, um den zu zerstören. Und muss jetzt den zerstören und den zerstören. Und jetzt den hier schnellstmöglich platt machen. Und hier müsste ich jetzt einfach immer wieder blocken. Taktik geht schon nicht auf. Dann muss ich das doch so machen. Okay, hier ziehe ich jetzt eine Karte. Okay. So, genau. Jetzt muss ich einfach... Pass auf, genau. Das hier ist einer der Blocker. Und das hier ist quasi wie ein Blocker. Du machst jetzt Schaden. Zack. Du gehst blocken und du gehst blocken. Und du machst wieder einen Schaden. Ja, und damit habe ich gewonnen, oder? Das war eine kleine Tortur, Leute. Aber wir haben es geschafft. Weit entfernt umschloss ein Licht ein längst vergessenes Monument. Du triumphiertest. Knapp Zahn und Klaue entgangen schlugst du den Wahrschreiber der Bestien. Dass du fähig warst, mich zu besiegen, ist kaum zu fassen, doch jetzt muss ich mir dir beugen. Ich bedauere nur, dass unser Kampf so kurz war. Ein beschwerlicher Aufstieg versüßt den Gipfel des Sieges. Du hast Bestienkartenpäckchen erhalten. Okay, leider nichts Schönes für uns bei. Noch ein Päckchen. Leider auch nichts Schönes für uns bei. Das war's. Der Wahrschreiber der Bestien wurde bezwungen. Halt! Was ist das? Ich musste dein Gesicht nach deiner Niederlage sehen. Du bist einfach so schlecht. Kein Wunder, dass wir wieder hier sind. Und wir wären es noch früher gewesen, wenn die Diskette nicht verloren gegangen wäre. Oh oh. Sieh dir dieses Gesicht ausgiebig an, denn du wirst es nie wiedersehen. Ich hab die Nase voll davon, dein Haustier zu sein, du stinkende Bestie.
Letztes Mal habe ich es zu weit getrieben. Warum erkenne ich es nicht als Bestie? Warum erkennen sie es nicht? Als Bestie zu leben wäre die edelste Sache. Selbst eine so geringe Kreatur wie ein Hermelin. Okay. Gut. Ich würde sagen, eine Sache mache ich eben noch. Und zwar gehen wir wieder hier hin. Manchmal ich diese Stelle versuche, finde Fisch gut, Fisch verdorben, Fisch alt. So, er gibt uns jetzt Tipps, sowas wie, nutze deine seltenen Karten, sie sind mächtiger als gewöhnliche. Aber ich habe es wirklich satt, in Gesellschaft dieses Waschreibers zu sein. Sie übertreiben die ganze Zeit, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Ich werde es nochmal mit diesem Deck probieren. Ob wir es schaffen, wir werden sehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.